Alan Wake Remastered. Und weiter geht's im nächsten Part zu meinem Let's Play von Alan Wake. Wir befinden uns immer noch in der Klinik von Professor Emil Hartmann. Ja, stimmt, jetzt muss man die Kugeln nehmen und die Türen einschlagen damit. Was? Ach, die ist schon... Geschafft. Sie da! Alles klar. Ich bin hier! Ja, ich komme sofort, Barry. Damit ich kurz noch gucke, hier irgendwas ist. Da siehst du, da sag ich, da trägt eine Thermoskanne noch. Türen zu. Oh, ich muss Timer setzen, jetzt kann ich. Ich hab das Auto, aber das Tor ist zu. Du musst durch das Heckenlabyrinth dort drüben. Ich habe keine Taschenlampe. Hier, kann ich einfach durch meinen Zaun klettern? Shit, ey. Noch mehr? Ja, da. War's, ne? Suspendiert Lauren Miller, 1989. Sieht aus wie eine Taucherglocke. Gibt's hier etwa Rapture? Dann sage ich, Barry, ich komm nachher. Barry hat auch durch Labyrinth geschafft, ohne einen einzigen Besessenen zu begegnen. Na gut, Batterien, Flair, danke. Schönes Labyrinth. Da habe ich in meinem Kindergarten, habe ich mich mal in einem Maisfeld verlaufen, ey. So ein Maislabyrinth. Das war nicht schön. Habt ihr euch mal in den Labyrinth verlaufen? Schreibt's mal in die Kommentare. Ah! Ah! Boah! Alter! Puh. Don't trust Emil. Na gut. Oh, da habe ich mich erschrocken, ey. Da war aber gut ausgewichen. Wenn ich das mal so sagen darf. Das war meisterhaftes Ausweichen. Wake sieht die Bühne der Old Gods. Ich betrachtete den Wikinger-Krimskrams, der um eine erstaunliche Hauptattraktion verstreut lag. Eine große Bühne, komplett mit riesigem Soundsystem und allem drum und dran, inklusive eines Drachens.
Man musste schon besonders irre sein, um derlei in der Einöde zu errichten. Als sich der Himmel mit einem Knall auftat und die Musik laut dröhnte, fühlte sich das seltsam passend an. Oh, das ist alles cool. Das wird einer meiner Lieblingsszenen im Spiel noch, die kommen wird. In der vierten Episode gerade hier. Wir sind jetzt gerade in der vierten Episode. Truth, ne? Also die Wahrheit. The Truth. The Truth will set you free. The Truth will set you free. They're searching for you. Ja. Du musst ja früh aufstehen, ey. Dich hab ich. One, two, three, four, five, six. Boah, das ganze Magazin, ey. Ich glaube, da geht's lang, ne? Mal gucken, was da ist. Manuskriptseite. Hartman und der Stromausfall. Hartman rannte den Korridor entlang. Er hatte Wake nur ungern verlassen, als er am empfänglichsten für die Therapie war, doch dies war kein normales Unwetter. Wake hatte geschrieben und hatte etwas in den Tiefen des Sees geweckt. Jetzt wollte es ihn holen. Hartman hatte sich natürlich auf so eine Situation vorbereitet. What? Die irren Brüder würden Wake ablenken, während Hartman zur Sicherheit alles noch einmal prüfte. Aber es ist natürlich auch logisch, dass Hartman das kennt, ne, mit dem See und dem Bösen und der Dunkelheit, ne? Und dass die ganzen Schöpfer in der Nähe von dem Lake verrückt werden, ne? Weil er war ja mit Thomas Zane befreundet. Thomas Zane war der Autor vor uns, ne? Der die Dunkelheit geweckt hat. Ne? Und wie es aussieht, hat Thomas Zane die Dunkelheit auch besiegt, ne? Und jetzt, wo wir da wieder angekommen sind, haben wir die Tür geöffnet und haben die Dunkelheit wieder erneut geweckt. Das, was Thomas Zane in den 70ern gemacht hat, das machen wir jetzt gerade im 21. Jahrhundert. Okay. Ich kann es nur sehr sagen, wie sehr ich das Kampfsystem in dem Spiel liebe. Ist das Hartman? Nee, das ist der. Ach so, das ist der Dingens, das ist der Türsteher. Also Dr. Hartmans Gehilfe, Assistent. Ach, die Batterie war leer, ne? Habt ihr genug oder wollt ihr noch mehr? Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade echt ziemlich gut, ne? I'm so good. I'm so good.
aber habe ich nicht. Also Munition, Batterie, ich muss ein bisschen mit den Batterien sparsamer sein. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun und eine Manuskriptseite. Mod hat das Sagen. Mod wusste, dass Wake klüger war als er. Wake hatte mehr Geld, eine schöne Frau, alles. Und Hartman sagte, Wake sei wichtig, also war er besser als Mod. Aber Mod hatte jetzt das Sagen. Er dachte, dass Wake wimmern und kriechen würde, doch stattdessen schien es, als wolle er kämpfen. Mod wusste, dass er Wake erschüttert hatte, wenn er wirklich seine Frau hätte. Der Gedanke ließ ihn erzittern. Ja, er würde dich platt machen, ey. Guck mal, sieht aus, als hätte da mal früh eine Tür, ne? Also könnte eine Tür reinpassen. Ah! Bingo. So. War hier nicht irgendwo auch eine Dose, die man umschießen konnte? Ja, die Schubkarre ist weg. Ne, ich bin mir sicher, dass die Uhr noch eine Dose war, die man umschießen konnte. Naja. Da ist die Dose. Ist klar, Barry wird von einem Besessenen angegriffen. Oh nein, Barry. Fürs Erste war Barry nur froh, den Sturz überlebt zu haben. Er war von Al getrennt worden und wieder hochzuklettern würde nicht leicht werden. Er sagte sich, dass er mitten in der Nacht im finstern Wald klarkommen würde. Er würde warten, bis Al einen Weg heruntergefunden hatte. Barry drehte sich um, als er schwere Schritte hörte und die Bewegung sah. Der menschenähnliche Schatten sprang ihn mit erhobener Axt aus den Büschen an. Barry schrie und warf seine Hand hoch. Die Welt explodierte. Oh nein! Barry wird angegriffen. Und dann wird die Welt explodiert. Dann wird die Welt explodiert. Dann wird die Welt explodiert. Dann wird die Welt explodieren. Oh, ein bisschen Revolvermunition und Lithium-Batteries. Ich wusste, dass da noch einer war. Boah. Ja, ein Treffer, okay. Ach, da hinten ist die.
Wie ist Barry durchgekommen, ohne angegriffen zu werden? Kannst du mir nicht erzählen, ey. Von träumt der Nacht? Sehen wir eine neue Skriptseite. Sieht man nach einem fetten Kampf aus, der jetzt gleich kommt. Oder immer gerade ein Blitz. Hartman stellt Wake ruhig. Hartman sah zu, wie Wakes Gesicht sich entspannte. Der Mann war fraglos ein Kämpfer. Noch auf dem Bett hätte er Hartmans Nase fast ein zweites Mal gebrochen. Doch mit ein wenig Zeit würde er Wake schon brechen und in die richtige Richtung lenken. Wake war das vielversprechendste Versuchsobjekt seit Tom. Schlafen Sie gut, Alan, flüsterte Hartman lächelnd. Ich kümmere mich um Sie. Er schniefte kräftig, um seine pochende Nase freizumachen. Oh. Das Blut schmeckte er kaum. Bei mir regnet's gerade. Es regnet, die Erde wird nass. Und da hinten ist Barry. Barry, Schmerry, Barry, Larry, Snarry, Gary. Barry, mach die scheiß Tür auf. Was dreh ich dir nach Hause um? Mach schnell, Barry. Ja, bin schon dabei. Oh, das wird ein guter Kill. Boah. Alter, das ist gerade duster hier. Das war nix, oder? Doch. Die Tür ist offen. Los, weg hier. Der Starschnitt. Dass wir auf dem direkten Weg sind zum nächsten Auf Wiedersehen in Bright Falls Schild. Okay, wir fahren jetzt zur Anderson Farm. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Weißt du was? Für die Sache habe ich echt was gut bei dir. Wenn wir das überstehen, wenn wir es schaffen sollten, dann bin ich fertig mit der Dunkelheit. Das kannst du mir glauben. Du kaufst mir eine Sonnenbank und dann lebe ich für den Rest meines Lebens da drin. Kaufst dir eine Sonnenbank. Kann ich dir gern machen, ey. So verrückten Sachen zu tun hat wie wir. Es hilft. Sowas passiert, Barry. Alice. Sie hatten Alice nie. Sie ist gefangen im Dunkel am Grunde des Sees. Aber sie ist nicht tot. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry. Ich kann... Al, ich... Ich weiß. Hör zu. Ich kann sie zurückbringen. Kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken, das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Aber sie waren von den Pillen so zugedröhnt, dass sie es mir nicht erzählen konnten. Aber sie haben es aufgeschrieben. Eine Nachricht auf ihrer Farm.
Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Wie, pass auf? Du bist der, der fährt. Wir sind aus dem Auto geflogen. Aber wir leben. Gott verdammt, er spricht mit mir! Lass mir raten, erfüllt. Natürlich haben wir alles verloren. Boah! Ich hatte meine Waffe verloren. Barry war nirgendwo zu sehen. Barry finden. Können wir die Anderson Farm schon irgendwo sehen? Nee, ne? Ja, aber den Truck sehen wir. Der schöne Pickup-Truck. Oh Barry. Nein! Es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, da wurde sehr rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann, was für ein Sturz. Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Oh, hier unten bewegt sich was. Barry, ein Besessener, nimm eine Leuchtfackel. Ja! Barry, alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Da ist er. Da ist die Anderson Farm. Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Barry, warte auf mich, okay? Al, ich bleibe nicht hier. Das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Na, das ist Barry. Barry. Barry, Schnerry, Barry, Gary, Larry. Da unten klebt eine Manuskriptseite, da wo Barry gerade vorbei rennt. Das war jetzt... Wie arm, wie eine Ameise. Na toll, er ist natürlich schon bei der Farm und hat einen Besessenen, hat er nur, wurde ihm, hat ihn nur attackiert. Mit dem scheiß Starschnitt, ne? Ja gut, da würde ich mal sagen, machen wir uns auf, Barry zu retten in der nächsten Folge von meinem Let's Play von Alan Wake Remastered. Bis gleich.